Hat ja so manch einen Befürworter, unter anderem Sie, aber auch in den USA Elon Musk. Und der hat sich jetzt ebenfalls zur österreichischen innenpolitischen Lage geäußert. Wie werten Sie denn dieses Statement? Ihnen dürfte das natürlich in die Hände spielen. Aber was halten Sie davon, dass Elon Musk sich jetzt offiziell zur Situation in Österreich geäußert hat? Ist das ein Imageschaden für unser Land? Hat das innenpolitische Bedeutung? Hat das irgendein Gewicht? Oder ist in Wahrheit, wie man in Österreich sagt, ohnehin wurscht? Also dem Herrn van der Bellen und dem Herrn Nehammer ist alles wurscht, wie wir mittlerweile merken. Selbst die Verfassung und die Demokratie, eh schon wurscht, Flasche leer. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, bei Elon Musk handelt es sich um einer der erfolgreichsten und wahrscheinlich reichsten Unternehmer des gesamten Erdballs und einer der einflussreichsten, von Tesla beginnend über Twitter, Vulgo X endend. Das heißt, Elon Musks Meinung ist durchaus wenngleich sie nicht konkrete politische Konsequenzen in Österreich folgen, eine Meinung, die auf der gesamten Welt gehört wird. Wenn ausgerechnet der Inhaber des stärksten Social-Media-Unternehmens der Welt meint, dass in Österreich Linke in Wahrheit diktatorisch herrschen, dann ist das in Wahrheit eine Schande für Van der Bellen, Nehammer und Babler, ausgerechnet das von Elon Musk ausgestellt zu bekommen, dieses Zeugnis. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, Alexander van der Bellen, und da blicke ich auch auf die Äußerungen des ungarischen Außenministers, aber vieler anderer Politiker europaweit, Alexander van der Bellen und Karl Nehammer, haben mittlerweile auch die internationale Reputation Österreichs schwer beschädigt, indem man hier Wahlergebnisse nicht akzeptiert, Wahlergebnisse mit Füßen tritt und im Übrigen eine Usance, die seit 1945 gibt, also die demokratische Tradition unseres Landes ausmacht, den Stimmenstärksten mit der Regierung zu beauftragen, auch gebrochen haben. Also wie gesagt, Elon Musk hat hier durchaus recht, aber natürlich, es ist ein Schandstück für Österreich, das auch international zu lesen.